Ja, hier am Punkt Nemo will man wirklich keine Probleme haben. Und ich wurde heute Morgen aufgeweckt und schwarzer Rauch kam aus der Motorhaube. Das war natürlich nicht so gut. Dann segeln wir hier schnell zwischendurch und man denkt, hier will man wirklich nicht den Mast brechen. Abgesehen davon ist der Ozean hier genauso grau und der Himmel genauso bedeckt wie die 2 Wochen davor. Es fühlt sich hier gar nicht so weit an vom Land, weil wir nur noch eine Woche, nur noch in Anführungsstrichen, eine Woche bis Kap Horn brauchen. Und vorher fühlte sich das so unendlich weit an. Also ich habe das Gefühl, wir sind schon bald da. Wissenschaftsexperimente haben wir schon einige unternommen während dieser Etappe. Und zwar haben wir ja ein Labor an Bord, das Meerwasser ansaugt und analysiert. Und dort können wir die CO2-Konzentration im Ozean messen. Diese Daten senden wir an Land und die werden dann den Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt. Und jetzt wurde ja kürzlich der 6. Sachstandbericht des IPCC veröffentlicht. Und dort fließen unsere Daten zum Beispiel auch mit ein, also in die ganze Klimaforschung. Das ist relativ wichtig.